Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft & Itcher. Heute geht es mal um diese beiden schönen Beile hier. Und zwar sind das Bisonbeile von der Serie 1879. Die sind made in Germany und handgeschmiedet. Ja, und wer sich erinnern kann, ich hatte ja zu Weihnachten hier dieses kleine Trekkingbeil bekommen und hatte jetzt auch schon ausgiebig Gelegenheit, es zu testen und zu benutzen. Und ich muss sagen, es ist wirklich mittlerweile mein Lieblingsbeil geworden. Ich habe das immer am öftesten mit hier. Die Grenzforce-Axt, die hängt mehr oder minder jetzt in der Ausrüstungskammer. Ja, weil es einfach für die meisten Zwecke, wo ich es für brauche, ausreichend ist. Und zwar mache ich ja meistens nur Feuerholz für ein Hobo. Oder ich entaste irgendwelche Stämme, um damit irgendwas zu bauen. Ja, und dafür reicht dieses kleine Beil völlig aus. Es ist platzsparend, es ist leicht. Ja, und es hat auch eine schöne Form. Es hat ja hinten diesen balligen Griff hier. Das heißt, man kann es auch wirklich am Ende anfassen und kann richtig damit ausholen. Und da schafft man schon so einiges mit. Ja, und weil ich so begeistert war, habe ich mir jetzt vor kurzer Zeit hier noch dieses Jägerbeil von Bison mit dem 500 Gramm Kopf bestellt. Und es hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen möchte ich euch heute mal beide Beile vorstellen. Das sind nun die beiden Beile in der Nahansicht. Die sehen im Original nicht so aus. Die sind schon modifiziert, made in Bushcraft Nature Style. Soll heißen, ich habe hier eine schwarze Griffwicklung zum Schutz drum gemacht. Und hier hinten noch ein Lanyard mit braunem Paracord. So mache ich alle meine Beile, um die hier hinten auch anhängen zu können. Im Auslieferungszustand ist durch den Griff hier so ein Metallhänger von Bison, ein stabiler, mit so einer Lederschnur durchgezogen, der ist damit zu. Und der ist auch gleichzeitig hier ein Flaschenöffner, ist ganz neckisch gemacht, aber natürlich in der Praxis baumelt euch das rum und nicht wirklich zu gebrauchen. Ja, nun zu den Maßen. Also das Jägerbeil hat hier eine Gesamtlänge von 37 cm, wiegt 630 Gramm. Der Kopf ist 13 cm und der eigentliche Stiel ist 33 cm. Das Trekkingbeil hat eine Gesamtlänge von 25 cm, wiegt 630 Gramm. Der Kopf hat eine Länge von 11,5 cm und der Stiel ist 24 cm lang. Alle Beile der 1879er Serie sind handgeschmiedet und haben einen Hickory-Holzgriff. Der ist schön gefirnist. Ich habe ihn nochmal mit Öl eingerieben, nachgeölt. Ja, und wie ihr seht, hier ist diese solide Lederscheide. Die ist wirklich richtig dick. Die ist gut verarbeitet. Die kann man dann hier über so einen Druckknopf öffnen und dann den Axtkopf freilegen. Und jetzt seht ihr mal hier die handgeschmiedete Klinge. Das ist wie bei der Grenzforce. Da sind auch hier solche Zeichen vom Schmied drin. So, im Vergleich jetzt nochmal das größere Jägerbeil, auch Hickory-Holzgriff, auch wieder diese wunderschöne Lederscheide. Mache ich mal auf hier, so, und dann kann man das hier auch wegziehen und schon hat man die Klinge freigelegt. So, jetzt zur Praxis. Jetzt wollen wir mal mit den Beilen Holz spalten. Als erstes nehme ich mal das Trekkingbeil. Wie ihr seht, spaltet das sehr gut. Also für meinen Geschmack spaltet das bald besser wie die Grenzforce-Axt. So, dann mache ich die mal wieder in den Klingenschutz. So, nun tauschen wir. Nun nehmen wir das Jägerbeil. Das ist auch so ein bisschen bärtig hier hinten an der Klinge. Sehr schön. Gut, dann spalten wir mal mit der hier.
Geht natürlich noch besser, ist klar. Hat ja auch mehr Gewicht. Wie ihr gesehen habt, spaltet auch das Jägerbeil sehr gut. Beide Beile haben eine wunderbare Spaltwirkung. Also ich bin sehr begeistert von den guten Stücken. Scharf sind sie auch. Also eine schöne Sache. Apropos scharf, ich werde es gleich mal wieder in den Klingenschutz machen, bevor hier noch irgendwas passiert. Das Trekkingbeil nehme ich auch noch so gerne mit, weil es hier unten genau quer in meinen Rucksack passt. Das heißt, es nimmt kaum Platz weg und ich kann da noch Sachen drüber packen. Und wie ihr gesehen habt, für die meisten Anwendungen reicht es auch. Ja, wie ihr gesehen habt, zwei schicke Beile, die wirklich auch eine Konkurrenz zu den schwedischen handgeschmiedeten Beilen sind. Also ich muss sagen, qualitätstechnisch habe ich hier keinen Mangel feststellen können. Ja, ich wollte das Video eigentlich schon früher machen, aber es waren auch ein paar Sachen, die mir keine Ruhe gelassen haben, und ich habe Bison angeschrieben und wollte da noch ein paar Auskünfte haben, und die haben auch sehr nett geantwortet. Die haben mir hier wirklich eine zweiseitige riesen E-Mail geschickt. Und ich werde euch jetzt mal sagen, was ich auf dem Herzen hatte oder was mich noch gestört hatte. Weil ich hatte bei Amazon mal geschaut, und wenn ihr da in die Rezession schaut, da seht ihr katastrophale Bilder von diesen Äxten mit schräg eingestielt, schiefer Axtkopf, stumpf. Also das sah richtig übel aus, und nun hatte ich schon die Vermutung, weil meine beiden Beile völlig in Ordnung waren, da ist gar nichts dran und die sind auch scharf, konnte ich das nicht ganz nachvollziehen und hatte mal eine Anfrage bei Bison gestellt. Ja, und die waren so nett und haben mir hier die Fragen beantwortet. Ja, und das geht eigentlich. Sie haben zum Beispiel zum Schmiedeverfahren, haben sie sich nochmal geäußert. Das finde ich sehr interessant. Wir verwenden ein Schmiedeverfahren, bei dem das Blatt auf einem Lufthammer freiform vom Auge nach vorne ausgeschmiedet, ausgerägt wird. Das hat den enormen Vorteil einer extrem hohen Verdichtung. Damit einhergehend ist nach dem Härten eine sehr hohe Standfestigkeit des Blatts. Dieses Ausschmieden des Axtblatts ist für den Schmied eine handwerklich sehr anspruchsvolle Angelegenheit, welche nur nach mehreren Jahren beherrscht wird. Das war auch nochmal sehr interessant. Dann haben sie sich auch zu den Amazon-Bewertungen, ich lese jetzt nicht alles vor, geäußert. Also weil ich gedacht habe, verkaufen die da auf Amazon B-Ware. Nein, das ist also nicht so. Sie haben es dann auch gemerkt. Die Bewertungen auf Amazon haben wir selbstverständlich auch zur Kenntnis genommen. Und unser QS-Qualitätsservice in dem Bereich verschärft.
Die Anzahl der Bewertungen auf Amazon spiegelt leider nicht die Gesamtzahl der verkauften Beile wider. Im Vergleich dazu können wir von Einzelfällen ausgehen, welche wir dennoch versuchen weiter zu reduzieren. Also es heißt, da gibt es keine, auch wenn es so wirkt, gibt es da keine Qualitätsmängel. Dann hatte ich das ja nochmal geschrieben mit dem Verzug mit der Scheide. Das ist eigentlich ja auch nur Einzelfall. Und die Schärfe der Schneide, das war wirklich so. Da hat dann Bison geschrieben, hier haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Anforderungen aus dem Outdoor- und Bushcraft-Szene anders sind als im normalen Forstbereich. Wir schleifen daher seit einigen Jahren diese Beile deutlich schärfer, als wir dies früher getan haben. Auch bei der Schärfe und Dicke der Schneide gehen die Meinungen in den unterschiedlichen Anwendern sehr stark auseinander. Ja, also ich kann nur sagen, meine Beile sind top scharf. Man kann sogar mit Schnitzen, vielleicht nicht ganz so gut, aber ich sage mal, dafür nehme ich auch kein Beil mit. Da habe ich ja mein Messer. Also die Schärfe ist für mich genau die richtige, weil wenn es zu dünn ausgeschliffen wird, wird es dann auch wieder schnell stumpf. Ja, und dann hat mich noch umgetrieben, weil ich eben bei euch da das Video machen wollte, dass ihr das dann auch bestellen könnt und vielleicht nicht gerade bei Amazon, weil ich habe meine Beile hier bei eBay geordert und die waren ja mangelfrei und ich hatte wirklich gedacht, das liegt irgendwie an Amazon und wollte eigentlich, dass ihr dann bei Bison, wenn ihr so ein Ding haben wollt, direkt im Shop bestellt und der ist seit Monaten, sind alle Beile da ausverkauft. Ja, und da hat sich Bison auch zu geäußert und zwar aufgrund der sehr hohen Nachfrage und aktuell längerer Lieferzeiten haben wir unseren Shop zugunsten unserer Großhändler zunächst auf Ausverkauf gesetzt. Also das ist der Grund. Das wird sich wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres wieder beruhigen. Wir verweisen gerne auf den Grube-Shop. Den Grube-Shop werde ich euch unten verlinken. Das ist so ein Jagdshop für Jagdzubehör. Ja, also wie ihr seht, ist mit dem Beil nichts, was nicht stimmt. Sind wirklich sehr schön. Ich habe es auch wirklich getestet. Wie gesagt, ist jetzt mittlerweile mein Lieblingsbeil. Und das Jägerbeil hier, das ist schon ein bisschen schwerer. Und aber ich denke, für so einen Winterbiwak ist das bestimmt auch eine prima Sache. Ja, das war es eigentlich auch schon für heute. Dann werde ich mich hier an der Stelle verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Tschüss, ciao.